Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Flüchtlinge sind in Berlin willkommen. Wir bekennen uns klar zum grundgesetzlich verbrieften Recht auf Asyl. Und für meine Fraktion verurteile ich ganz klar die rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Umtriebe vor der Sammelunterkunft in Marzahn-Hellersdorf, aber auch vor jeder anderen. Rechtes Gedankengut hat in dieser Stadt keinen Platz und schon gar nicht vor den Einrichtungen von Flüchtlingen. Meine Damen, meine Herren, die rechtsextreme Hetze gegen das neue Flüchtlingsheim in Marzahn-Hellersdorf ist daher unerträglich, denn in diesem Heim finden Flüchtlinge Aufnahme, die das grundgesetzlich geschützte Recht auf Asyl in Anspruch nehmen müssen. Sie haben oft Schreckliches in ihren Heimatländern erlebt und mussten deshalb fliehen. Sie haben das Recht auf unseren Schutz und unsere Hilfe. Es ist schlimm, dass ihnen nun an manchen Orten in Berlin von politisch-extremisten befeuerter Hass entgegenschlägt. Alle Demokratinnen und Demokraten sind zu Widerspruch und Solidarität mit den Flüchtlingen aufgerufen. Wir wollen in dieser Aktuellen Stunde das Signal aussenden, Berlin nimmt selbstverständlich Flüchtlinge auf, die unsere Hilfe brauchen. Wir nehmen die Herausforderungen an, die auch damit verbunden sind. Die Hetze der Rechtsextremisten und der Rechtspopulisten darf nicht unseren Blick auf die wirklichen Herausforderungen verstellen. Meine Damen, meine Herren, die Flüchtlingszahlen steigen im ganzen Bundesgebiet und damit auch in Berlin. Nach dem Königsteiner Schlüssel nimmt Berlin 5% aller Asylsuchenden auf, und das tun wir gern. Die Flüchtlinge haben das Recht auf menschenwürdige Unterbringung. Dafür setzen wir uns ein. Unser vorrangiges Ziel ist es, den Flüchtlingen auf ihren Wunsch hin so bald wie möglich den Bezug einer eigenen Wohnung zu ermöglichen. Große Gemeinschaftsunterkünfte sind für uns nur eine Notlösung. Sie sind angesichts der steigenden Zahlen der Asylantragstellern aktuell leider nicht zu vermeiden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass genaue Zuzugsprognosen kaum möglich sind. Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Bundesländern mitgeteilten Prognosezahlen wurden jedes Jahr im Bundesgebiet um mehrere Tausend Personen überschritten. Die Prognosen werden einmal im Frühjahr für das gesamte Jahr erstellt. Das erschwert das Reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Daher ist das Vorhalten großer ungenutzter Wohnraumkapazitäten für Berlin auch finanziell kaum leistbar. Aber wir wollen Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen. Auch der Senat unterstützt die Flüchtlinge beim Bezug in eigene Wohnungen. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales zuständig. An dieser Stelle bedanke ich mich auch im Namen meiner Kollegen hier und Kolleginnen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei LAGESO für ihr tolles Engagement. Sie tun hier zurzeit sehr viel und sehr schwierige Aufgaben, und sie machen eine gute Arbeit. In den Haushaltsberatungen werden wir eine personelle Verstärkung des LAGESO beschließen, um Sie bei der menschenwürdigen Unterbringung der Flüchtlinge zu unterstützen. Meine Damen, meine Herren, mit rund 8.000 Personen lebt bereits jetzt schon ein großer Teil der etwa 14.500 Anspruchsberechtigten in dem Asylbewerberleistungsgesetz in einer eigenen Wohnung. Etwa ein Viertel aller Personen erhält seit 4 oder mehr Jahren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei dieser Personengruppe beträgt der Anteil mehr als 90%. Allein vom LAGESO wurden von Januar bis Juli 2013 Wohnungen für 348 Personen vermittelt. Trotz des angespannten Wohnungsmarkts wurde die Anzahl der Wohnungen für Flüchtlinge in den letzten Jahren verstärkt. Das LAGESO schafft in Kooperation mit den Bezirken kontinuierlich weitere Gemeinschaftsunterkünfte und Kapazitäten für Asylsuchende im ganzen Stadtgebiet. Derzeit gibt es rund 30 Flüchtlingseinrichtungen in Berlin, in deren Umfeld ein friedliches Miteinander und eine große Hilfsbereitschaft der Berliner und Berlinerinnen die Regel ist. In den Einrichtungen sind zurzeit rund 6.400 Menschen untergebracht. Die aktuelle Jahres- und Belegungsprognose des LAGESO geht von einem Bedarf in Höhe von 7.300 Plätzen aus. Das heißt, wir brauchen voraussichtlich in Berlin bis zum Jahresende rund 1.000 Plätze mehr. Das bedeutet, es werden noch mehr Einrichtungen in den Bezirken entstehen müssen. Die Bezirke beteiligen sich bisher sehr unterschiedlich an den Aufgaben, für die Flüchtlinge Unterkünfte bereitzustellen.
Das wird und das muss sich ändern. Mit den Bezirken ist die gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge in ganz Berlin vereinbart. Lichtenberg mit rund 1200 Asylbewerberinnen und Flüchtlingen führt die Statistik. Im Mittelfeld bewegt sich Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und jüngst auch Reinickendorf auf Druck. Mit deutlich mehr Zuzug müssen sich nun Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf, aber auch Neukölln befassen. Es gab Zeiten, in denen wir in Berlin bis zu 35.000 Flüchtlinge aufgenommen haben und ihnen temporär eine Heimat gegeben haben. Angesichts der Größe unserer Metropole mit rund 3,5 Millionen Menschen ist eine Steigerung um weitere 1.000 leicht verkraftbar. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Nachbarschaft frühzeitig informieren und Begegnungsmöglichkeiten zwischen Anwohnern, Anwohnerinnen und den Neuankömmlingen schaffen. Anwohner und Anwohnerinnen von Flüchtlingsheimen wollen in guter Nachbarschaft leben. Das wollen wir unterstützen. Uns ist wichtig, dass sie gut über die Unterbringungsobjekte informiert werden und mögliche kritische Einwände frühzeitig ausgeräumt werden. Es ist statistisch, das will ich ja auch erwähnen, erwiesen, dass sich im Umfeld von Sammelunterkünften keine Kriminalitätsschwerpunkte herausbilden. Darauf hat Innensenator Henkel kürzlich auch hingewiesen, und das muss auch bekannter werden. Viele zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen bereits jetzt Flüchtlinge und Asylsuchende in unserer Stadt. Diese Netzwerke müssen noch stärker für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Sammelunterkünften gewonnen werden. Hier leisten zum Beispiel die Kirchengemeinden bereits jetzt großartige Arbeit. Auch dafür und auch bei den anderen Akteuren möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir brauchen auch folgende Unterstützung. Die Akteure vor Ort, aber auch die Kommunen brauchen bei der Bewältigung dieser Aufgaben insbesondere die Unterstützung der Nachbarschaft, insbesondere die Arbeit vor Ort, auch finanzielle Ressourcen. Ich sehe hier den Bund in einer stärkeren Herausforderung und auch Unterstützung. Der Bund muss aus unserer Sicht ein Sofortprogramm auflegen, damit die Kommunen diese Aufgaben besser bewältigen können. Meine Damen, meine Herren, die SPD steht für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Die Ursachen von Flucht wie Verfolgung, Diskriminierung und Armut müssen in den Herkunftsländern bekämpft werden. Menschen, die dennoch fliehen müssen, wollen wir hier in Berlin, in Deutschland, in der Europäischen Union Schutz gewähren. Es ist auch dringend nötig, die Leistungen für Asylbewerber mindestens nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu reformieren und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dafür benötigen wir eine Positionsänderung im Bund. Meine Damen, meine Herren, zum Abschluss meiner Rede möchte ich auch meine Freude darüber kundtun, dass es uns gelungen ist, dass wir eine gemeinsame Resolution heute verfassen konnten und uns verständigen konnten. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen, denn gemeinsam wird Berlin seiner Verantwortung auf Rechts- und Asyl und Schutz vor Verfolgung und Krieg vor Kriegen gerecht. Und dazu stehen wir. Berlin hat diese Verantwortung. Flüchtlinge und Asylbewerber sind uns willkommen, und wir stehen zu dieser Verantwortung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.